Vegane Fertiggerichte in den Großküchen von Mecklenburg-Vorpommern. Die Alternativen sind schon interessant. Jetzt gucken wir nachher mal, wie es schmeckt. Köche nehmen vor allem auch kein Blatt vom Mund. Die sind knallhart. Orientalische Süßigkeiten wie aus Tausend und einer Nacht. Mitten in Rostock. Datel, Schoko, normale. Kostüm. Also das sollen sie mal essen, für Zunge zergehen lassen. Und in den alten NVA-Bunkern von Markgrafenheide wachsen schmackhafte Edelpilze. Das Dorf Rothenklempenow an der deutsch-polnischen Grenze. Das ehemalige Schloss ist das Hauptquartier der Firma Planet V. Das V steht für vegan. Ein 38-köpfiges Team kocht hier vegane Fertiggerichte, die deutschlandweit verkauft werden. Olga Hehl, die aus Polen stammende Köchin, will heute mit ihrem Team eine Ayurveda-Pfanne Probe kochen. Eigentlich, Ferry, ich denke, in diesem Moment können wir auch schon Gewürze dran geben. Nee, da muss ich alle dran machen. Tomate, alles. Eigentlich ja. Ja, dann müssen wir dazu. Weil Gewürze, wenn die Kartoffel noch bis fest ist, dann zieht er noch ein bisschen das Geschmack von Gemüse, von Gewürze. Die Rezeptidee hatte Govinda Thaler, der die Firma 2015 gegründet hat. Ja. Der 38-Jährige ist im Nachbardorf Mewegen groß geworden. Ich persönlich liebe es ja total, wenn man eine süße Frucht mit im herzhaften Gemüse hat. Es ist ein Traum. Govinda und Olga experimentieren heute mit angerösteten Senfsamen. Ich finde, das sind so Kleinigkeiten, über welche muss man schon mitdenken beim ersten Großkochen. Weil dann schreiben wir es alles auf und wir wollen das Fehler nicht wiederholen. Auch mit besonderen Gewürzmischungen will Govinda sich abheben von den Mitbewerbern. Auf der einen Seite gibt es den sogenannten Mikrowellenfraß und auf der anderen Seite gibt es das, wir nennen es frische Gericht. Ein Gericht, was gekocht ist, wie man es auch zu Hause oder im Restaurant kochen würde und dann einfach nur abgefüllt ist und runtergekühlt ist und auch genauso schmeckt, so frisch und knackig, wie als ob man es gerade gekocht hat. Und die Herausforderung, die merken wir jeden Tag, weil wir werden immer in diese Schublade der Industrie geschoben. Doch bei Govinda und Olga kommt nichts Künstliches in den Topf. Keine Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder Chemie. Sehr gut. Ja, sensationell. Sensationell. Ich würde sagen, wir sind ziemlich nah bei dem, was wir wollten, oder? Bei Bedarf können Govinda und seine Leute mehrere tausend Portionen am Tag herstellen. Entweder Tellergerichte oder große Gastroportionen für Kantinen, Kindergärten und Schulen. Verpackt wird unter Vakuum in Recyclingboxen. Die Firma hat 15 Fertiggerichte im Angebot, die sich gekühlt fast 30 Tage lang halten. Für Großküchen können sie um die 100 verschiedene Essen zubereiten. 3 Monate lang, jeden Tag etwas anderes. In Govindas Elternhaus spielte die indische Kultur eine wichtige Rolle. Daher auch sein Vorname. Selbst die Ernährung war bei Familie Thaler ayurvedisch, also streng vegetarisch. In den 1990er Jahren war das noch ziemlich exotisch. Und Govinda wurde als Grasfresser beschimpft. Ich selber habe noch nie Fleisch gegessen in meinem Leben. Und deswegen kenne ich es gar nicht anders. Für mich war es nie eine Frage, ob Fleisch oder ob kein Fleisch, so wie vielleicht der ein oder andere noch niemals Yucca in seinem Leben gegessen hat und sich jetzt fragt, hä, was ist denn Yucca? So habe ich noch nie Fleisch gegessen und daher gibt es hier nur Rezepturen ohne Fleisch. Govinda hat Großes vor. Mit der neuen Ayurveda-Pfanne und seinen anderen Gerichten will er jetzt sogar die Klinikkantinen Mecklenburg-Vorpommerns erobern. Gutes aus der Gegend
gibt es auch mitten in Rostock, auf dem Doberaner Platz. Alaa Almosto verkauft hier orientalische Süßigkeiten. Baklava. Kleine Kuchen aus Blätterteig mit Schokolade, Nüssen und Honig. Alaa ist aus Syrien geflüchtet und kam 2014 nach Deutschland. Ein Jahr später folgte seine Familie. Und Alaa nahm sein Schicksal selbst in die Hand. 2017, ich und meine Frau hatten spazieren in der Stadt, in der Markt. Und ich habe, wir haben gesehen, viele Händler verkauft Gemüse oder Fleisch oder Fisch oder so. Und wir haben gekommen, neue Ideen. Da fehlt doch Baklava, dachten sie sich. Alaa organisierte sich die Verkaufsgenehmigung und fing an, zu Hause zu backen. Wir haben mit Dachel, das ist Nummer eins. Eine, ja? Ja, sehr gerne. Mit zusammengekratzten Ersparnissen der ganzen Familie kaufte er wenig später den Verkaufswagen. So. Und die eine. 14 Euro, bitte. Ich nehme 3 von dem, was ich probiert habe. Ja, hab schon. Dann nehme ich 3, ja, von diesen auch. Ja. Mit den Nüssen, ich weiß, das essen Sie gerne. Ja, die, ja, schmeckt sehr lecker. Das alles? Na, sehen Sie mal an. 14 Euro, bitte. Vielen Dank. Alaa hat mittlerweile richtige Stammkundschaft. Aber es trauen sich auch immer wieder Neulinge ans Baklava. Meine Schwester hat sich angekündigt, die kommt heute Nachmittag mal vorbei, um mich ein bisschen zu stärken und... Da sage ich, möchtest du ein Stück Kuchen? Nein, sagt sie. Da sage ich, dann esse ich auch keinen. Sehen Sie, und jetzt habe ich die Regel wieder gebrochen und habe doch Kuchen gekauft. Und was Besonderes aus Syrien. Also das sollen Sie sich mal essen, für Zunge zergehen lassen. Das ist der normale Sus von Hersat, das ist Syrisch. Kennen Sie das von Baklava von Syrisch? 3 verschiedene. Datel, Schoko, normale. Normal, ja, sehr gerne. Alaa Almosto ist stolz auf seine Erfolgsgeschichte, die so klein begonnen hat. Das ist die erste Tag. Wir hatten probiert, gebacken an kleine Kekse oder ein bisschen Baklava. Und ab ersten Tag läuft gut. Zum Beispiel kommt eine Kundin und ich habe gesagt, bitte schön, probieren zum Beispiel sie ein Stück. Und sie hat oder er gegessen und oh, super, ich möchte kaufen, gerne. 2-mal pro Woche verkauft Alaa am Doberaner Platz, den Rest der Woche auf den anderen Märkten der Stadt. Nur sonntags, da hat er frei. Ja, hab schon. Und dann würde ich noch 4 von denen. Baklava. Ja. Ich würde tatsächlich mal so ein Brot irgendwie probieren wollen. Wir haben mit Datel, Schoko oder normale Brot. Die orientalischen Süßigkeiten eignen sich nicht für eine Diät, aber sie machen glücklich. Na, es ist irgendwie was anderes, so was man jetzt halt sonst nicht so überall bekommt. Und oh, ich finde es einfach so, die Konsistenz ist oft toll. Also da mag ich, dass das so schön so ein bisschen matschig ist, ne? So schön süß und saftig. Genau. Und da mit den vielen Nüssen, das finde ich auch schön. Von 9 bis 18 Uhr steht Alaa in seinem Wagen. Dann beginnt seine zweite Schicht zu Hause. Das Backen. Markgrafenheide an der Ostsee. In ehemaligen Bunkern der Nationalen Volksarmee betreibt die Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik eine Bio-Edelpilzzucht. Gerade ist eine große Lieferung von Shiitake-Blöcken angekommen. In einem Biobetrieb in der Nähe von Bremen werden die Sägespäne Quader mit einem Pilzsubstrat geimpft. Hier in Markgrafenheide, unter der Aufsicht von Yvonne Dewitz, reifen und wachsen die Pilze. Der Shiitake-Block, der wird komplett ausgepackt. Und so wie man jetzt sieht, das sind so ganz kleine Knospen, diese weißen Punkte hier.
Das werden dann praktisch auch die Pilze. Und die wachsen jetzt, sage ich mal, bis zum Wochenende, also um die 3 bis 5 Tage sind die dann erntereif. Also von daher ein sehr schneller Pilz. Die Manufaktur beschäftigt Menschen mit psychischen Erkrankungen. Yvonne ist Pilzzüchterin und Betreuerin zugleich. Ja, Uwe, würde dich bitten, dass du die großen runternimmst. Dass ich so die kleinen stehen lasse für morgen. Genau, die sind dann für morgen, ne? Die kleinen, die so ein bisschen dünnstieligen. Dünnstieligen, weil die den Aufkrempel auch wegnehmen. Die nimmst du mit runter, okay. Das wäre schön. Ja? Ja. Arbeiten ohne Leistungsdruck. Am Ende stehen dennoch feinste Pilzsorten in Bio-Qualität. Ja, heute ist auch so der erste Tag, wo man schön viel ernten kann. Gestern waren immer nur vereinzelt, dass wir ein bisschen was rausgepflückt haben. Erstmal angefangen und dann so lang im zweiten, dritten Schnitt, dann kommt eigentlich die Masse erst. Dann wird der erst richtig, also dann kommt, schießt das richtig hoch, da, sag ich mal. Ne? Wenn er da ein bisschen frei steht, dann können sie sich gut entfalten. Zurzeit sind die Limonenseitlinge erntereif. Dazu Kastanienseitlinge und Austernseitlinge. Und die nächsten Blöcke müssen Yvonne und ihre Leute auch schon wieder vorbereiten. Die stellt ihr jetzt noch mal hier hinten auf, die Kräuterseitlinge, ja? Und danach werden sie noch mal geruppelt. Wisst ihr, wie ihr sie ruppeln müsst? Kräuter, nach oben. Kräuterseitling oben, ne? Und einen kleinen Rand noch mal. Gucken wir uns gleich noch mal an, denn, ne? Ihr habt ja eure beiden Bürsten, ne? Ruppelt ihr noch mal schön die Oberfläche auf. Kräuterseitlinge brauchen eine Spezialbehandlung. Einige Pilzsorten von uns, die hier ankommen, kriegen immer eine Massage. Ja, es ist einfach, es regt wirklich den Wachstum an. Das Myzel wird ein bisschen aufgelockert und an den Stellen, wo es dann freigeruppelt wird, wachsen dann nachher die Pilze. Und das ist ja jetzt der Kräuterseitling. Die werden nicht aus ihrer Tüte befreit. Die werden praktisch erst befreit, wenn sich Fruchtkörper drauf gebildet haben. Ein ständiger Kreislauf. Die neu angelieferten Blöcke werden vorbereitet, während die anderen sprießen und abgeerntet werden. Es darf kein Leerlauf entstehen. Vor allem eine Sorte gehört bei den Kunden der Manufaktur zu den beliebtesten. Das ist der Kräuterseitling. Wichtig, dass er mal einen kleinen Bauch hat und oben den festen, geschlossenen Hut. Das ist wirklich eine sehr gute Qualität. Nachher zum späteren, wenn der Block im Groben schon abgeerntet ist, sieht man dann, dass der Hut sich so leicht öffnen will, dass er so deformiert ist. Und das ist dann ein Zeichen, dass er dann spätestens geerntet werden muss. Es gibt Tage, da ernten Yvonne und ihr Team fast 20 Kilogramm Pilze. Inmitten der alten Schlossanlage von Roten Klempenow werden nicht nur vegane Fertigprodukte gekocht. Im Dorf haben sich nach und nach auch andere Bioproduzenten angesiedelt. Es gibt sogar eine große Höfegemeinschaft, die biologische Landwirtschaft betreibt. Govinda hat viele Jahre in Berlin gearbeitet, in der Gastronomie. 2015 kehrte er zurück nach Vorpommern. Er glaubt fest daran, dass man gesunde und nachhaltige Lebensmittel nur herstellen kann, wenn man mit regionalen Produzenten zusammenarbeitet und auf Fleisch verzichtet. Dass er sein Unternehmen in der Heimat angesiedelt hat, ist Teil des Gesamtkonzepts. Wir sind aus dem einzigen Grund hier, weil ich hier groß geworden bin. Ich wollte gerne zurück, weil hier auch die Leute sind, die man kennt, denen man vertraut und weil man gerade in der Anfangszeit auch diese Unterstützung braucht. Jetzt nach vielen Jahren könnten wir auch sagen, wir können überall hingehen und es würde überall funktionieren. Die Strukturen sind vorbereitet, wir wissen, was wir machen. Jetzt können wir wahrscheinlich sicherlich sagen, besser, logistisch besser oder arbeitnehmertechnisch besser oder zeittechnisch besser, gibt es viele andere Orte. Aber wir fühlen uns hier wohl und ich denke, das gehört dazu. Govinda hat zusammen mit den anderen Produzenten vor Ort auch die Aufmerksamkeit von Frank-Walter Steinmeier auf sich gezogen. Der besuchte Roten Klempenow 2019.
Als dann auch der Bundespräsident uns besucht hat, war das natürlich ein totales Highlight, wo alle gesagt haben, wow, wir sind stolz, guck mal hier, das ist in unserem Dorf und der kommt hier zu Besuch und guckt sich das an. Und da waren viele Dorfbewohner da, der Bürgermeister, alle. Und letztendlich hat es ja auch mit allen was zu tun. Sicherlich haben wir da einen großen Teil dazu beigetragen, aber dass das Schloss hier so ist, wie es ist und dass wir hier drin sein können und dass wir hier arbeiten, das ist ja nicht nur unser Verdienst. Und das war schon sehr cool. Doch der Alltag in der veganen Bio-Küche ist nicht immer einfach. Morgen. Ui. Probleme bei den Kartoffeln. Ist es wieder ein bisschen schlimmer geworden mit den Stellen? Oder? Ja, manchmal sind sie ganz schön, so wie jetzt hier, hat man manchmal ganz schön, dass sie innen drin. Also manchmal sagt der Küchenchef schon, Govinda, wir müssen uns mal hinsetzen. Das geht so nicht. Wir haben zu viel mit den Kartoffeln zu tun. Aber wie man ja auch merkt, auch die in der Küche mögen es eigentlich und finden es schön, dass die Kartoffeln hier von um die Ecke kommen. Und wir sagen uns, dann ist es jetzt so, es ist ja nur saisonal. Govinda will der Sache mit den dunklen Stellen auf den Grund gehen. Bei seinem Lieferanten, der Höfegemeinschaft Vorpommern, gibt es jetzt im Frühjahr nur Lagerkartoffeln. Heike Kühner, die Chefin der Höfegemeinschaft, hat die Erklärung parat. Es seien eben Bio-Kartoffeln, bei denen keine Schädlingsbekämpfungsmittel erlaubt sind. In dem Fall haben wir jetzt eine Sorte, die anfällig ist für den Drahtwurm. In den anderen Sorten, die auf dem gleichen Feld nebendran standen, hatten wir die Probleme nicht. Also, ja, deswegen probierten wir auch verschiedene Sorten aus, um sagen zu können, in Zukunft wollen wir genau die Sorte nochmal machen oder eben nicht. Bio macht es nicht einfacher. Es ist schon nicht immer so leicht. Auch der Einkauf selber guckt immer hier und könnten wir so. Und dann merken wir ja auch, dass manchmal, wenn bei uns mit dem Personal schwierig ist, ist die Frage, wollen wir uns nicht schon geschälte Kartoffeln irgendwo besorgen? Dann sagen wir, nee, wollen wir eigentlich nicht. Na gut, da ist die Entscheidung jetzt doch gar nicht so schwer, weil die meisten dann halt geschwefelt sind oder in Zitronensäure eingelegt oder sowas wollen wir auch gar nicht in der Küche haben. Aber so eine Diskussion gibt es bei uns intern auch. Da müssen wir uns immer zurückerinnern, nee, wir wollen hier mit den Bauern in der Region zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten will Govinda jetzt auch mit einer deutschen Krankenhauskette. Hendrik Otto, ihr Vertreter, will heute sehen, wo und wie die Bioprodukte hergestellt werden. Ballerina, was ist das? Festkochen? Mehlig festkochen. Okay, und was verarbeitet ihr in euren Gerichten? Fast nur festkochen. Fast nur festkochen. Eine Kartoffel frisch geerntet ist natürlich das Beste. Das heißt, je länger sie gelagert sind, das weiß man, umso mehr Stärke baut sie ab. Dann wird es auch irgendwann schwierig nach hinten raus. Deshalb kommt es auch immer darauf an, nachher, was möchte ich denn mit der Kartoffel machen? Da unterscheiden sich dann nachher auch die Zubereitungen. Das heißt, eine mehlig kochende Kartoffel hat dann irgendwann, wenn sie länger gelagert hat, nicht mehr so viel Stärke in sich. Das heißt, dann ist es relativ schwierig für eine Püree- oder Kartoffelzubereitung. Hendrik Otto war früher Spitzenkoch. Ausgezeichnet mit Michelin-Sternen. Jetzt kümmert er sich um die Versorgung von Mitarbeitern und Patienten in Kliniken. Ist das hier voll Powerrolle? Nein. In Rothen-Klempenow will er ein paar Tipps geben, wie sich die Krankenhauskette die Fertiggerichte vorstellen könnte. Ausgangsbasis ist das Grundrezept der neuen Ayurveda-Pfanne. Konsistenzen fand ich bei beiden sehr gut, das haben wir vorhin schon gesagt. Also für mein Empfinden, wir hätten gern Spinat und Erbsen. Okay, das passt gut zusammen. Mega. Der Spinat, der reißt es nochmal raus. Also wenn das nicht eine mega Idee war, Govinda. Also wenn du mir das so lieferst, bin ich happy. Hendrik, sehr schön gemacht. Ich bin begeistert. Als nächstes will Govinda das Gericht in einer Schweriner Klinik vorstellen. Rostock-Evershagen. Seit 7 Jahren wohnen Alaa Almosto, seine Frau Riham und ihre 4 Kinder hier in einer Vierraumwohnung. Fast jeden Abend wird gebacken. Einen Teil seiner Verkaufsware bezieht Alaa mittlerweile zwar aus einer Manufaktur im Süden Mecklenburgs, der Rest aber entsteht zu Hause. Brot mit Schoko, Brot mit Dattel, ja. Immer viele Leute sagen ja und wir haben gebacken. Ab ersten Tag, jeden Tag wie gebacken, jeden Tag 20 Stück oder 30 Stück, bis Feierabend alles weg. Okay.
Riham, die als Kindergärtnerin arbeitet, erinnert das Brot an ihre Heimat. Die arabische Brot, die schmeckt sehr lecker. In Ramadan, die alle Leute muss die nach dem Essen muss dieses Brot auf dem Tisch bleiben. Mhm. Ja, mit Tee oder mit Kaffee, wir essen das. Ja, und jetzt ich mache. 3 bis 4 Bleche wandern in den Ofen. Parallel dazu beginnt Allah mit dem Baklava. Hauchdünnen Blätterteig schichtet er dafür übereinander. Und immer wieder kommt eine Trennschicht aus Öl dazwischen. Das ist Margarine, auch, das ist auch von meinem Land. Das ist, steht hier auch Arabisch, immer steht hier Arabisch. Das ist Margarine. Auch vegan, ja. Oder so. Baklava, wir haben zwei, drei, vier verschiedene, mit Nuss oder mit Pistazien, mit Cashewkern, ist egal. Aber das ist alles originale Baklava. Auf die Nussfüllung kommen wieder etliche Schichten Blätterteig und Margarine. Alaa steckt viel Energie in sein kleines Unternehmen. Ja, viel Arbeit, ja. Er fühlt sich wohl in seiner neuen Heimat. Ich habe besucht alle Staaten hier in Deutschland. Aber nee, ich liebe Rostock. Ja. Ich und meine Kinder, meine Frau zum Beispiel, hier auch in Versagen, die alles, die schönen Leute. Und habe ich für Nachbarn auch sehr, die Leute auch nett. Vielen Freunden und Verwandten in seiner Heimat geht es gerade nicht gut. Das schwere Erdbeben in Syrien und der Türkei beschäftigt Riham und Alaa sehr. Sie sind in ständigem Kontakt mit ihren Leuten. Und die Schreckensmeldungen reißen nicht ab. Die Cousine von meiner Frau, 5 Kinder und Mann und Frau, die alles hat gestorben und bleibt nur ein Kind. Er ist 9 Monate alt. Das zum Beispiel, guck mal, 50%, das ist kaputt und nicht alles in Ordnung, 20 oder 30% auch gefährlich. Das auch, er schläft in der Straße. Er sagt, hallo Leute, bitte helfe mir. Alaa hat jetzt angefangen, Spenden zu sammeln. Ich habe viele Freunde und zum Beispiel die Leute spenden bei mir. Und ich mache sofort überwiesen nach von den Leuten geholfen. Täglich legt er einen Teil seiner Tageseinnahmen zur Seite für die Opfer in Syrien. Und er hat eine Spendenbox am Verkaufswagen aufgestellt. Seine Süßigkeiten sorgen so für ein bisschen finanzielle Hilfe im Erdbebengebiet. In den Bunkern von Markgrafenheide sind zum späten Nachmittag alle erntereifen Pilze eingesammelt. Yvonne muss die Blöcke jetzt mit Wasser besprühen. Die Pilze brauchen eine Luftfeuchtigkeit von 85 bis 90%. Die Temperatur sollte konstant bei 15,5 Grad liegen. Die meisten Erntehelfer sind nur 3 bis 4 Stunden in den Bunkern. Sie haben schon Feierabend. Nur Klaus-Dieter ist noch da. Er bringt die frischen Pilze in den Kühlraum der Manufaktur. Wir sind ein tagesstrukturiertes Angebot, dass die Menschen auch einfach rauskommen und in die Natur kommen. Das ist für sie ganz toll wichtig, ja. Das ist bei uns hier der Aspekt praktisch, dass wir im ruhigen Rahmen hier Pilze züchten, auch eine Waldgärtnerei betreiben, ein bisschen Holz aufarbeiten. Und dadurch ist für Männlein, Weiblein alles dabei. Derzeit betreiben sie nur einen einzigen Bunker. Aber es gibt noch etliche ungenutzte Beton-Erdhöhlen. Ein kleiner Teil der Ernte wird direkt im eigenen Hofladen vermarktet. Doch die meisten Pilze liefern sie erntefrisch aus. An Bio-Supermärkte, Händler und Gastronomen. Gemüse. Dann haben wir jetzt 7-mal die Kräuterseitlinge. 7, ja. Genau, dann haben wir noch 3 Mashiitake. 3 Mashiitake sind dahinter und davor. Und 2 Austern. Ja. Also das stimmt. Der ist schon mal schick. 1 Kilo Bio-Edelpilze vermarkten Yvonne und ihre Kolleginnen für rund 15 Euro pro Kilo. Auf diesen guten Produkten aus der Gegend bleiben sie nie lange sitzen.
In der Schweriner Helios-Klinik will Govinda seine veganen Gerichte präsentieren. Er hat grünes Licht von der Klinikleitung bekommen. Doch zunächst muss er den Küchenchef überzeugen. Andy Stör ist hier der Boss am Herd. Als er die eingeschweißten Boxen aus roten Klempen nur sieht, ist er erstmal skeptisch. Ja. Aber bei Nudeln und Reis würde dem sogar noch ein bisschen Feuchtigkeit geben. Das stimmt ganz gut. Bei denen ist es so, die kann man im Kombidämpfer machen, die könnte man aber auch im heißen Wasser machen. Okay, wie das klassische Hühnerfrikassee aus dem Discounter. Damit wollen wir es lieber nicht vergleichen. Küchenchef Andy Stör hat die Zeichen der Zeit inzwischen erkannt. Vegetarisch-vegane Nachfrage wird immer größer. Da haben wir uns schon zum Frühstück drauf konzentriert und jetzt auch immer mehr zum Mittag. Gerade bei unserem vegetarischen Donnerstag, vegan-vegetarisch, merken wir, läuft von Woche zu Woche besser. Wird sehr gut angenommen. Normalerweise kocht Andy alles frisch. Zeit? 30 Minuten. 30 Minuten? Ja. Die Alternativen sind schon interessant. Jetzt gucken wir nachher mal, wie es schmeckt. Ja. Köche nehmen vor allem auch kein Blatt vom Mund. Die sind knallhart. Die vegane Bolognese ist fertig. Wollen wir mal probieren? Bin ich mal gespannt, was du sagst. Andys Kritik ist typisch mecklenburgisch. Schmeckt. Und ist heiß? Schmeckt gut. Gibt es nichts zu meckern. Das ist ein Curry? Das ist ein Thai-Curry, genau. Was für ein Reis ist das? Basmati oder? Basmati, ja. Schlecht ist es nicht. Ist sogar noch ein bisschen knackig. Ja. Also ist es auch unser Anspruch, dass wir sagen, wenn man es isst, die Gemüse und die Zutaten sollen noch knackig sein. Ja, aber es ist im Endeffekt eine gute Alternative, kann man wirklich nicht sagen. Kann man nicht meckern. Ja. Wenn das auch noch der Umwelt zuliebe ist. Schmeckt alles wirklich sehr gut, kann man nicht sagen. Als nächstes treten auch einige Testpersonen aus der Chefetage an. Sogar Daniel Dellmann, der Geschäftsführer der Klinik, will das vegane Essen unter die Lupe nehmen. Passt perfekt so da rein. Sagt ja wirklich. An diesem Tisch sitzen die Entscheidungsträger. Govinda Thaler ist gespannt wie ein Flitzbogen. Ich bin eigentlich ein Mensch, der wenig oder sehr schlecht zu überzeugen ist mit neuen Essen. Gerade so das vegane Essen. Aber es hat mich echt total überzeugt. Also es muss auch irgendwie mal die Currywurst offensichtlich geben. Aber es darf auch sehr gerne und auch immer öfter in diese Richtung gehen. Das entwickelt sich, glaube ich, gerade für Sie. Dass hier alle nicht mal sagen könnten, was ihr Lieblingsgericht ist, weil sie meinten, alles schmeckt ihnen gut. Das ist natürlich, das schicke ich gleich weiter in die Produktion und sage, hier, toll gemacht. Unmittelbar nach dem Probeessen fällt die Entscheidung. Die ostdeutschen Häuser der Krankenhauskette wollen veganes Essen aus Vorpommern. Rund 150 Portionen pro Klinik. Jeden Tag. Das polarisiert dann alle.